Spielerass, das große Spiel rund ums Fernsehen mit Mannschaften aus Österreich und Deutschland. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit bekannten Stars und Ihren beliebtesten Sendungen. Und hier unsere Gastgeber Caroline Reiber und Peter Rapp. Zuschauer, grüß Gott, liebe Gäste und herzlich willkommen bei Teleass im Frühling. Es gab eine Serie, die hieß Tommy Tulpe. Finde ich aber doch sehr hübsch. 5,50 Mark. Ach, ob das Richtige für eine Taufe ist. Und wie wär's damit? Eine Grandiflora passt doch immer. Ach, das sagt uns auch nicht zu. Na, aber so etwas vielleicht. Das ist immer noch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ja. Was haben Sie sich denn so vorgestellt? Na eben, was für einen Täufling. Und gleichzeitig für die Eltern. Meine Damen, ich weiß, was Sie wünschen. Die Ankunft eines neuen Erdenburgers, da muss einfach etwas Neues her. Eine Aufmerksamkeit allein genügt nicht. Es muss eine Gabe sein. Diese Azalee ist sowas wie eine gute Fee. Die Knospen für den Täufling und die Blüten für die glücklichen Eltern. Das hast du wunderschön gesagt, mein Junge. Und die ganze Pracht kostet nur 18 Mark und 20. Manschette inbegriffen. Das ist ja entzückend. Mittlere Zimmertemperatur, kein Durchzug und reichlich gießen. Reichlich. Fräulein Behrendt, Sie können einpacken. Du wirst mal langsam unheimlich, mein Börschchen. Meine Damen, Sie haben eine vorzügliche Wahl getroffen. Sag's mit Blumen, sag's mit Behrendt. Guten Tag. Der Schauspieler hieß und heißt Stefan Slowik. Guten Abend, Stefan Slowik. Stefan Slowik. Guten Abend, Herr Slowik. Stefan Slowik. Guten Abend, Stefan. Ja, Stefan Slowik. Slowik. Stefan Slowik. Hätte mich auch überrascht, ja, wenn Sie einen anderen Namen gesagt hätten. Ich mach's kurz, drei Lügen. Einer ist es. Sehen sich die Gesichter bitte, beide Teams, in Ruhe an. Vergleichen Sie es mit dem kleinen Bild unten. Wie sieht Stefan Slowik heute aus? Wir haben eine Farbe, eine Farbmarkierung. Sie sagen mir eine Farbe. Es beginnt das österreichische Team. Auf welche Farbe haben Sie sich geeinigt? Gelb. Auf Gelb. Und die Bundesrepublik? Auch auf Gelb. Auf Gelb. Dann würde ich einmal bitten, wie es die Österreicher sagen, dass alle die nicht Stefan Slowik sind, sich jetzt von uns verabschieden. Wir bedanken uns für ihren Auftritt. Er bleibt da. Stefan Slowik. Gehen wir gleich weiter. Welchen Beruf hat er denn heute? Ist er Schauspieler, ist er Bäcker, ist er Sänger oder Diplombiologe? Was meinen Sie? Welchen Beruf hat er heute? Das ist jetzt natürlich eine Rateangelegenheit. Schauspieler, Bäcker, Sänger, Diplombiologe. Wir meinen Diplombiologe. Biologe. Nicht Theologe. Was meinen Sie? Sänger. Was sind Sie? Sänger bin ich. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir plaudern. Bitte, Stefan. Aber natürlich nicht nur. Ich singe, am liebsten wollte ich schon immer, auch schon in Tommy Tulpe, da durfte ich ja in jeder Serie, in jeder Sendung ein eigenes Lied singen. Insofern wollte ich immer Sänger werden und bin es eigentlich auch geworden. Nur, dass ich auch mittlerweile komponiere, auch Aufnahmestudio habe. Und da muss ich das sagen für meine Schüler, ich bin auch Lehrer. Auch, was Halbtags unterrichten Sie? Musik. Ich dachte, Diplombiologie. Nee, damit habe ich nichts am Hut. Leider. Welche Art von Musik machen Sie jetzt? Popmusik. Rockmusik. Dann habe ich eine Band noch in Berlin für Berliner.
Nee, wo ist die Kamera für Berliner? Die nehmen Sie diese hier? Ja, dreimal die Woche. Stage da drüben heißt die sind Band. Die Vierer sind die Münchner, zwei ist Berlin. Ach also so, ja, für die Berliner will ich erreichen. Ja. Insofern stehe ich also 150 Mal im Jahr natürlich auf der Bühne. Und insofern kann ich durchaus sagen, singen ist das Wichtigste für mich. Und wie heißen Sie, wenn Sie singen? Steve Carvin. Goodbye, toi toi toi, Steve Carvin. Dankeschön. Okay. Stefan Slowik.